looks empty. Wie schaut jetzt denn nur Arsch? Zeug. Ich bin ja kein Monster. Und würde mir super gern mal den Lümmel hier angucken. Können wir dem helfen? Rein theoretisch. Erschlagenes Schaf. Ja, Lammkeule. Oder Hammelbein. So, den Lümmel müssen wir auch nicht auch. Sehr schwere Zweihandaxt. Plus 1 sogar. So, und jetzt stellt sich mir die Frage, gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich, also ich gebe die Klammer rüber zu ihr, gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass ich Zweihandwaffen mit einer Hand führe? Das wäre so geil. 6 bis 19. Zack. Auch eine zweihändige Waffe. Gail kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Ach so, das steht unten mit dabei. Ah, ich verstehe. Das ist ja eine Schweinerei. Es ist also die Frage, ob der das. Wieso habe ich. Also wegen der Rüstungsklasse, ne? Ich sag mal so. Gail kann mich in diesem Moment eigentlich ziemlich hart an der Poperze kratzen. Ne? Ich gehe nicht her und lass nicht mein wunderschönen Zweihänder speisen. Nicht mir das Schild. Das war mal ein Altar, ne? Was ist das denn da? Ist halt schon groß, ne? So, wir schauen uns mal kurz hier an. Ach, hier drüber. Ich dachte, wir gehen hier rein. Hebelbremse lösen. Bremshebel. Moment. Speichern. Und hoch da. Tierkadaver. Ja. Jetzt irgendwas mit Goblin Bogen, Goblin Grummsäbel, alles im Rumpitz. Gegrillte was? Trophäe-Rippchen. Geil. Eichmistenfeuer. Interessant. Ich habe eine gewisse. Okay, ihr könnt natürlich bremsen und mit dem reden. Ich überspeichere. Nein, nicht nur Spielstand. Überspeichere mal kurz, ne? Ja, überschreiben. Wir müssen gucken, ne? Bremse lösen! War das der? Moment. Wie gut. Ah, schön. Haven't seen that game in years. Blutiges Amulett. Ja, warum nicht? Und ein Tagebuch. Wir könnten halt auch mit dem. Ach komm, scheiß drauf. Er ist geflogen und das ist gut so. Können wir hier auch mal. Was? Das sind drei Trolle. Ist sie tot? Vermutlich, ne? Ein himmelhelles Spiel. Oh, das ist eklig. Okay, komm, wir probieren es. Ich meine, man kann mit denen reden, in der Theorie. Ja? Aber es sind
Für mich persönlich sind es böse Wesen. Heißt auf gut Deutsch. Lump der Erleuchtete. Sollen wir probieren, mit denen zu reden? Probieren wir mit denen zu reden. Wenn wir reingehen. Hallo? Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Gut, dass wir so nah rangehen, Alter. Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the Absolute. Ich mag ihn irgendwie. Ich finde ihn gut. Sehr rediger Mann für einen Ogre. Ich trage kein solches Mal. Es ist auch besser. Ich gehöre zu den erwählten Jüngern des Absoluten. Es sind trotzdem Ogre. Ich möchte sie trotzdem töten. Ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwas raus. Es sind Ogre. Ich möchte sie umhauen. Ja. Nichts hier reden. Mal so, vielleicht kriegen wir von denen irgendwas raus. Danach hauen wir sie um. So, 10, ja, die sind einfach dumm wie Bohnenstroh, oder? Ja, komm, hier, göttliche Fügung. Bam, 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 bam. 7 bis 15, es wird was. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Friend. Wie geil. Ist er denn sehr wortgewandter Ogre? Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Were I so lucky? Tja. Bist du aber nicht, mein Freund. Bist dumm. Wie ich sehe, dachte es mal selbst nicht, mein Freund. I've no use for the Absolute. Or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my Full Metal Alchemist. Ich sag's ja, überall. Ne? Beste Anime. And the rest. Save my hunger for meat. Lumpfallen. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Vergesst Goblins, ihr solltet es für mich. Oh, das wäre. Oh. Okay, ich töte sie nicht. Ich töte sie noch nicht. Oh, das wäre natürlich eine Maßnahme, ne? Wenn wir mit denen einfach in das Goblin-Lager einmarschieren können. Oh, das wäre. Oh. Wenn im Endeffekt kann es mir egal sein, ob sie sterben oder nicht. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Ist es so? Ah. Yes, Goblins sollen für mich kämpfen, ja. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Geiler Kerl. Make me an offer. Tempt me. Tempt me. Gott, ich werde euch nicht töten. Täuschen. 1000. Ich gebe mir 500 Gold, wenn ich euch zum Kampf rufen darf. Überzeugen, ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallenen. Ihr werdet schon satt. Das ist halt auch eine Sache. Also das machen wir. 1000 Gold, nachdem ihr für mich gekämpft habt. Jetzt ist die Frage täuschen. In dem Sinne, ich krieg danach gar nichts von uns. Was habe ich denn eigentlich im Inventar? Kann ich mein Inventar öffnen? Nö.
Ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallenen. Ich werde schon satt werden. Ja, probieren wir es. Ohne 20. Ach, hallo. Willst du mich? 20. Brauchen wir mindestens eine 7 und. Wir brauchen mindestens eine 7 und maximal eine 15. Eine 20. Holy shit. Warum nicht? Komm, hau rein. Easy. Easy as that. A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Das finde ich gut. Gegenstand halten, Lums kriegst du. Ach, die hauen jetzt ab. Das andere Ding wäre gewesen, ich hätte jetzt hier eine Klinge bei. Okay. Geht einfach. Ich hätte dann so eine Dolchwolke jetzt reingehauen. Ja. Und im Ende. That might be worth a look. Richtig geborstener Stützbalken. Und hätte dann quasi. Das ganze Haus hier zum Einsturz gebracht. Toter Tiefling. Nämlich. So, was hast du dir angelaufen? Ist mir. Oh, ein Seil. Ja. Streitkolb. Ich dachte, das ist eine Schaufel. Und schau es mir an. So eine Kacke. Bin ich eigentlich da hinten? Hier unten war noch irgendwas. Keine Ahnung. Aber wir gehen mal da hoch. Ein bisschen was schaffen. Da. Wegen dem Loch hier, oder was? Ach echt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe keine Schaufel. Liegt hier keine rum? Wieso liegt hier nirgends eine Schaufel rum? Was soll das denn für ein Schmarrn sein? Können kotzen. Können hier rüber. Das ist ein Rucksack. Ich habe die Befürchtung, wir stürzen da gleich runter. Moment! Kannst du auch stehen bleiben, wenn ich speichern will? Danke. Schon drüben. Nevermind. Dann ist da eine Falle drauf oder sowas? Nee, ist nicht. Gut. Zack. Ja. Kannst du mitnehmen? Bitte? Nein? Bleib liegen? Okay. Danke. Oh, eine Zitrone! Halt dran. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja schon fast überladen durch den ganzen Loot. Felsen, Alter. Gut, dann müssen wir wirklich hier unten lang. Dann müssen wir hier unten lang. Weil im Endeffekt kein Problem. Wir könnten uns auch hier oben stationieren. Die Frage ist halt wirklich, wie wir es jetzt am besten machen wollen. Was denn? Schreib mich nicht so an. Wir können natürlich entweder komplett reinmarschieren in der Hoffnung, dass wir zum Reden vorgelassen werden. Ich weiß es nicht. Aber dann wäre dieser Außenposten hier oben nicht, oder? Ich sehe halt auch nichts, ne? Ich darf anscheinend auch noch nichts sehen. Keine Gegner, kein gar nichts. Oder? Ja, vorhin waren die so als so Schemen angezeigt. Da zum Beispiel? Nee. Ein Skelett am Arsch. Oh. Ja, gut. Da. Schläger Ranzer. Ach, hier drüben ist es quasi. Okay.
Okay, 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 okay. Ah, und hier wäre quasi die andere, der andere Eingang. Ich war noch nicht im Brunnen. Muss es sein können, ne? Da würde ich super gerne noch vorher rein. Bevor wir das irgendwie vergessen sollten aus irgendwelchen Gründen. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass der Brunnen einfach da ist. Als Hintertürchen oder sowas. Ha, als Hintertürchen gesagt. Lass wieder rein. Well doesn't look too deep. And the old bucket rope feels strong enough. Ja, 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 ja. Runter da. Giant webs. They'll alert their spinners with a mere touch. Och nö. Das ist ein Skelett. Kurzschwert, warum nicht? Wir haben ein Doppeldurch, das passt schon so. Was brauchen wir noch? 759 immer noch. Warum nicht? Ein Großschwert, ne? Kokon aus Spinnenseide. Können wir das einfach so machen? I mean. Ja? Ach, das war an der Wand dran, das Ding. Lederhandschuhe. Ich glaube, es haben noch nicht alle Handschuhe, oder? Du hast Handschuhe. Nee, sie hat eben noch keine Handschuhe. Bringen die Handschuhe überhaupt irgendwas? I don't know. Vielleicht bringt es irgendwas in Bezug auf. Hey, ich fasse irgendwo rein und tu mir dann nicht weh oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich habe sowas von gar keinen Bock auf Spinnen, ne? Something didn't like that. Ja, 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 ja. Was bist du denn? Ein Etterkopf. Was zum Fummel? Eine Phasenspinne. Was ist denn befallen? Kommt man das nicht irgendwie hier? Befallen. Schaden pro Zug. Heißt, er nimmt voller kleine Spinnen, die 1 bis 4 Stichschaden und 1 bis 4 Giftschaden pro Zug bewirken. Kommen die Spinnen raus? ist jetzt wirklich eine wichtige Frage für mich. Kommen die Spinnen dann raus? Ist ja uncool. Ist ja massiv uncool. Machen wir kurz den hier. Und Abzack. Wieso denn nur 6 Damage? Keule, wir müssen unbedingt irgendwas an dir ändern. Ne? Das funktioniert so nicht. Bleibst aber gerne ein bisschen hin. Ist das so? Würde dich halt ungern vorschicken, mein Freund. Ne? Bleib auch mal hinten. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie ich ihn spielen möchte. Das ist ein bisschen weird. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was haben die eigentlich so viel Leben? Kann man das mal erzählen, bitte? So. Unschön. Es sind Spinnen. Was? What the fuck? Okay. Uncool. Große Grabe uncool. Die höhere Zauberwirkung wird dieser Zauber bei Höhe gerade gewirkt, so hat dies keinen zusätzlichen Vorteil. Das ist ja beschissen. Zack, nehme ich den hier. Mach ich den hier. Machst du den hier. Scheiße mit Reis. Was würdest du an Damage machen? 6 bis 19. Ich meine, ich muss sie vorschicken, ne? Joseph.
was. Was war das? Ihr seht es gerade nicht. Lazzi hat folgenden Zustand erhalten. Befallen. Wieso bin ich jetzt befallen? Am Arsch. Ach, wenn ich... Ach, nö. Ach, das ist ja Bekloppo. Ziel darf nicht mal selbst sein, okay. Ja, das ist ja bekloppt hoch 10. Ja, man muss auch den hier kommen. Von dir. Das ist ja beschissen. Nein! Mann! Dass ich aus diesem Menü mit Escape rauskomme, ist halt dämlich. So, was? Der hat den Befallen Dings jetzt nicht mehr. Das steht auch drunter, ne? Beim Nahkampfangriff verbreitet sich der Befall auf den Angreifer aus. Bei Tod breitet sich der Befall auf alle Kreaturen im Menü aus. Dann lassen wir sie einfach sterben. Bin so klug, scheiße, nochmal. Könnte ihn umkloppen, aber er wird... Muss ich eigentlich fast machen, weil ich hab was anderes vor. Da kommt auch drauf. Habe ich gerade auf ihn gemacht? Nein, auf sie selber. Ich hab viel Schlagkeule. Warum bist du so zu mir? Ach, scheiße. Och, nö. Das kommt ja auch daran. Alles mies. So, machen wir folgendes. Ich wollte eigentlich hier die Barriere... Kriege ich das so hin, dass sie nicht getroffen wird? Nein. Ich wollte eigentlich so machen, dass die Barriere die beiden hittet, also hier so. Als würde sie ja auch mit hitten, was halt mega ungeil ist. Mache ich es aber so, dann steht die hier direkt vor ihr. Nun gegen schlichtes Gift. Das Ding kann Gift. Nee. Wollte gerade sagen, das wird keinen Sinn machen. Na, 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 ni, na, na. Du, mein Freund, du bleibst genau da, wo du stehst. Ich hab keinen Bock, dass du ein bisschen näher rangehst. Geht das? Ach, er ist benommen, deswegen bin ich im Vorteil. Okay, okay. Ist die Frage, der macht ja mehr Damage, ne? 5 bis 15. Benommen heißt ja nur, dass ich einen Vorteil hab, ne? Ist bei mir im... Weisheitsrat kann keine Reaktion ausführen und verwenden. Okay. Es geht mir nur darum. Mache ich so oder so. Dass der stirbt. Dankeschön. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Dann wird sie aber auch hier hinten bleiben. Sie. Sie, die Person. Danke. Das ist komplett assi. Du dummes Stück da oben. Was seid ihr denn für asoziale Mistkinder? Oh, ich setze dich da oben noch eine Barriere hin, ihr Arschkekse, ne? Sag's euch. Jetzt brauche ich aber auf sie eigentlich nichts machen, ne? Dann würde ich mich jetzt segnen. Bevor ich es wieder vergesse. Wie ich es gerade eben schon vergessen habe. Auf die beiden. Wenn die ja noch gleich dran sind. Ethercup. Dann setze ich hier oben eine hin. Was sind denn das für Assis da oben? Obwohl Farbenspinne hat nur noch 7 Leben. Und sie 24. Spinne letzte zu 100%. Dann fallen die aber hier runter, oder? Wait. Bin ich jetzt, Was ist das denn? Achso, das Licht einfach. Wenn ich das mache. Blockieren. Kriegen die Fall Damage und ich mach's einfach mal. Komm.
Wollen wir darüber reden, dass es funktioniert hat oder dass sie jetzt gleich stirbt? Oh nee! Fun Fact? Eingesponnen, was? Ach so! Ach nö. Da schon ein Schild. Ach, Scheiße mit Reis. Du kannst dich ja auch selber heilen. Vollgas. Na komm, bitte mit ein bisschen viel. Plus 13. Das ist sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm. Das ist eher da hinten, der läuft dann hier durch. Das ist okay. Spinne ist zumindest tot. Okay. Okay. Gut. Hat alles funktioniert genauso wie es sollte. Wait. Ach, ich kann. Oh. Heißt auf gut Deutsch, ich könnte auch über Leute drüber springen. Ah, okay. Ja, so. Die müssten eigentlich anfällig gegen Feuer sein, oder? Die haben keine Anfälligkeit. Wird dann wahrscheinlich andersrum angezeigt werden. Ne? 7 bis 27. Ziel muss eine Waffe in der Hand. Ach so. Upsi. Wir könnten noch spalten und zerfleischen. Na, zerfleischen wir mal. Na, mit 65%. Oh. Sehr gut. Könnt ihr. Kommen Sie jetzt hier rein. Scheiße, Alter. Stell dir einfach mitten in die Mitte. Jetzt ist die Frage, kann ich mich bewegen? Nee, ne? Bewegungsrate ist halbiert. Kennst du? Du kannst nicht da hinten raus, ne? Wenn ich mich jetzt hier rüber bewege. Eingesponnen. Ist es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich eingesponnen werde, vermutlich, ne? Kann ich auch mit... Ich hätte auch mit denen sprechen können, ne? Ja, ich bin halt eingesponnen gekommen, aber das funktioniert schon. 42% ist immer noch besser als 0%. Was habe ich gesagt? Ich habe sie auch gehittet. Das tut mir nur ein wenig leid. Upsi. Aber er wird doch hier drüber kommen und vielleicht kann er sie sogar heilen. Vielleicht kann sie sogar heilen. Kannst du? Du bist ja eingenetzt, du kannst niemandem helfen. Ne? Der Boden ist weg, ne? Sehr gut. Zählt das als Aktion? Das ist eine Aktion. Ja. Ich könnte auch einfach hier vorgehen und sie heilen, was wahrscheinlich der bessere Move wäre. Na komm. Heil sie mal. Plus 4. Ist es nicht unbedingt die Menge, die ich mir jetzt vorgestellt hätte? Du hast ihn dann so lang gepasst. Er wird jetzt kein. Obwohl, aber sie kriegt doch Damage doppelt fallen, ne? Ich heil's nochmal. Nur um sicher zu gehen. So, du könntest ihm helfen, du könntest ihn auch einfach anklopfen. Könnte ich ihm irgendwie mehr Damage... So viel Damage... Ich probier's mal. Vielleicht kriegen wir ihn sogar noch tot. Bevor er... Der müsste jetzt ziemlich schnell tot sein, ja. Ja. Ah, mein Freund. Und Kupferstecher. Schau mal. Tschüss. Schau in meinem Bogen, du Lümmel. Still alive. So that's progress.
Plopp. Danke.